Was ist denn so mit Vereinen wie Dynamo Dresden, wo 10.000 Fans zu Auswärtsspielen fährt, wo Hoffenheim 200 Fans mitbringt? Auswärtsspielen wohlgemerkt. Wenn sie mal friedlich wären, wäre das okay. Ja. Okay, wir waren vor einer Woche in Dresden und der Hauptteil behauptet, die wollen sich von den, sag ich mal, asozialen Fans distanzieren, hieß es. Und die wollen friedlicher sein, nur die haben ein Problem, die bekommen keine Sponsoren. Wir hatten deutschlandweite Fans, die extra zu Dresden kommen, weil sie die Stimmung toll finden, weil sie sagen, das ist ein Kultverein. Nur leider gibt es da keine Investoren. Sehr schwierig zu sagen, denke ich. Sehr schwierig. Warum soll es Dresden schlechter gehen als Vereine wie Freiburg oder Mainz? Weil einfach die Millionen fehlen, einfach die Investoren. Aber Mainz hat ja auch nicht so die Rieseninvestoren. Freiburg, Augsburg hier. Stimmt ihr mir zu, dass Fußball moderne Gladiatorenspiele sind? Nein, überhaupt nicht. Es ist natürlich ein Stück weit Brot und Spiele, ganz klar. Das braucht auch der Mensch wahrscheinlich, aber moderne Gladiatorenkämpfe ist zu übertrieben. Sag mal, in dem System wäre ich gern Sklave. Also würde ich mich gern Mensch im Menschenhand bewegen. Ich würde mich auch auf die Tribüne setzen. Warum ist denn eigentlich Frauensport so unpopulär? Weil einfach. Fußball, oder? Weil einfach allgemeiner Frauensport. Die Männer schauen. Männer stehen auf Frauen. Schauen sich vielleicht irgendwelche Filme an oder was auch immer, ne? Ja, aber wenn man ehrlich ist, nicht wirklich im Fußball. Weil, ich sag mal, dazu gehört Athletik. Die Frauen haben andere Werte als Athletik. Und die da wären? Welche Werte haben Frauen? Innere Werte. Vielen Dank, viel Spaß beim Spiel. Danke, servus. Ciao. Moin. Was hatten wir denn gegen den DFB? Warum ist der scheiße? Ja. Das ist ganz einfach klar, weil dieser Drecks-DFB so viel verbietet. Gerade die geile Choreografie gegen Energie Cottbus, das war einfach Hammer. Was da die Fans. Aber hat das der DFB verboten, dass sie eine Choreografie machen? Nein, aber es wird einfach viel zu viel eingegriffen in die Fankultur. Ja. Wenn es nach dem DFB gehen würde, würde es keine Stehplätze mehr geben. Und dann würde so eine Choreografie beim Sitzen einfach noch scheiße aussehen. Es gibt einige Fans, die haben behauptet, ja, wir müssen den Verein aufräumen, wir müssen asoziale Fans rausschmeißen. Stimmt das? Hat Dynamo asoziale Fans? Natürlich gibt es asoziale Fans. Gerade die so Pyrotechnik und so reinschmuggeln, das hat einfach nichts mehr mit Stimmung zu tun, weil es einfach auch sehr gefährlich ist. Gibt es denn in anderen Vereinen auch asoziale Fans, oder? Die gibt es nicht nur bei Dynamo Dresden, die gibt es in jedem Verein, in jeder Liga. Ich bin absolut gegen Pyrotechnik, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Aber Krawalle machen ist okay, oder? Nein, genau das meine ich ja damit. Das gehört genau mit dazu. Na dann finde ich, bei deiner Einstellung, Sven, gehört Dynamo eindeutig in die erste Liga. Aber noch was, genau das viel wird auch einfach nur von der Polizei übertrieben. Genau das, was beim letzten Auswärtsspiel bei Union Berlin passiert ist. Sinnlos auf Fans eintreschen. Oder vor 2 Jahren habe ich eine Situation in Karlszeit-Zehner gesehen, dass eine Polizei, weil neben einem Rollstuhlfahrer in Bengalo losgeht, dort auf den Rollstuhlfahrer eingetroschen. Sowas kann einfach nicht sein. Solche Polizisten müsste man einfach wegsperren. Oder richtig. Und was ist denn aber mit den Polizisten, die von Fans vertroschen werden? Ja, das. Aber irgendwie, ein normaler Fan muss sich doch wehren, der kann sich doch nicht sinnlos verprügeln lassen. Aber die genau Polizei ist doch zu unserer Sicherheit da. Nein, teilweise stimmt das auch. Es gibt aber genauso bei Polizisten, mein Onkel arbeitet bei der Polizei, die viele versuchen bei Fußballspielen, bei Fußballfans ihre Aggression, privaten Ärger, Stress in der Arbeit einfach an uns Fans auszulassen. Und das kann einfach nicht sein. Wieso sind Sie Dynamo-Fan? Weil das das Geilste ist auf der ganzen Welt. Und Sie nehmen Ihren Sohn mal mit zum Spiel? Nein, no. Das ist Glückskind. Also es ist hier noch nicht gefährlich. Nee. Wahnsinn. Der kommt immer mit. Also Dynamo Dresden hat echt freundliche Fans, friedlich, super Stimmung, jetzt musst du noch sportlich laufen. Wie kriegen wir den sportlichen Erfolg wieder hin in dieser Stadt? Dynamo macht spannend. Die packen das, die halten die Klasse und nächster geht es dann bergauf. Aber wie kriegen wir es hin, dass der Verein bessere Sponsoren gewinnt, dass wir mehr Einnahmen machen? Positive Werbung. Und das erreichen wir wie? Ihr. Dankeschön. Wir brauchen ein paar Millionäre hier. Sie brauchen ein paar Millionäre? Die hier das Geld bringen. Aber wissen Sie, das Problem in Deutschland ist, dass die Millionäre ihr Geld in Vereine investieren, die Gewinner sind. FC Bayern, Borussia Dortmund und andere Mannschaften. Die Konzerne investieren die. Was könnte man machen, dass man sagt, der Konzern investiert mal in die SG Dynamo Dresden? Das ist hier bei uns wahrscheinlich gar nicht möglich.
Ich finde das, wir werden von drüben boykottiert. Ja. Wissen Sie denn, wie der Westdeutsche oder was ich sagen, drüben, wie denken die über uns? Sind das die Sponsoren? Sind das die, sagen wir mal, reich? Wer ist schon reich, ne? Vielleicht vom Geld her, aber menschlich gesehen vielleicht nicht, eher arm. Wir sind reich. Weil was haben wir? Wir haben ein Herz für unsere Mannschaft. Und das ist das meiste. Dankeschön. Das haben die anderen nicht. Ja. Alles klar, danke.